ein bisschen später, wenn ihr dann wieder eine doch bessere Armee habe als die, was wir da jetzt haben. Haben wir das Rotdrachen einer? Ja, das ist da schon geschlüpft. Gut, also bis gleich. So, Teil 1 meiner grenzgenialen Strategie schon einmal vollzogen. Ihr habt da gerade einen Helden besiegt, und zwar Neti. Im Dämonenreich habe ich noch eine Mindrune gefunden. Da ganz am Ende, wo man den Erzdämonkampf da besiegen hat müssen, damit man zur Plattform kommt, das habe ich alles erledigt. Und ja, schaut mal her. 10 Green Dragons, 8 Red Dragons, 12 Bone Dragons. So, Black Dragons habe ich jetzt nur 2, da war ich natürlich bei dem Gebiet jetzt noch nicht. Aber mit Sacrifice eben von den ganzen Dämonen habe ich es jetzt einmal zusammengebracht, dass ich von denen da wunderschön Maximum habe. Und ja, wir können ganz kurz bei dem jetzt Gebiet dann noch was schauen, denn da, das war das, wo dieser, wo Moby Dick war. Denn da waren wir ja irgendwo. Ist jetzt lästig, ich hoffe, dass der Kampf jetzt nicht allzu schwierig ist. Wir schneiden kurz raus, das ist glaube ich nicht schwach. Jupp, meine kleine Drachenarmee nimmt allmählich auf Fuß an, das ist genial. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, ja. Ja, ja, bla bla bla. Kein weiteres Kind. Das eine Kind war schon so dermaßen enttäuschend. So, 96 Leadership, 10 weiterhin, 8 weiterhin, 12 weiterhin, 6 weiterhin. Okay, wunderbar. Ja, dadurch hat man das Gebiet da jetzt eigentlich einmal komplett abgeschlossen. Im Dämonenbereich sind wir eigentlich auch soweit, glaube ich, jetzt fertig. Der komische Skelettschädel ist bei 76%. Ich frage mich, ob ich das überhaupt noch zusammenbringen kann bis zum Ende des Let's Plays, damit der dann nur auf 0% kommt. Momentan schaut es mal eher nicht so danach aus, muss ich sagen. Ja, wir gehen jetzt aber doch ganz kurz zu den Zwergen nach Megard. Jetzt schaue ich, ob das Spiel wieder abstürzt. Da stürzt relativ oft ab bei dem Fahrstuhl. Und? Okay, ist das... Doch, ist wieder abgestürzt. Okay, es ist wieder abgestürzt. Ja, der Fahrstuhl irgendwie sehr verbuggt, zumindest bei mir. Keine Ahnung, wie es bei euch war. Ihr, die das gespielt habt und mir dann mal Tipps gegeben habt. Bei mir ist es auf jeden Fall nur bei diesem einen Fahrstuhl da, bei dem, wo man vom Dämonenreich wieder raufkommt. Da ist das Spiel gar mittlerweile schon 4 oder 5 Mal abgestürzt. Fast eine 100% Rate. So, Hauptquests. Zeig es mir, Daggaia. Du hast es bereits gefunden, den Portalschlüssel, richtig? Lass einen Alten, mach einen Alten zwar glücklich mit guten Neuigkeiten. Es scheint so, dass ich den Schlüssel gefunden habe, aber er ist kaputt. Kaputt? Egal. Gib ihn mir. Es ist die Sorte Dinge, die nicht leicht kaputt gehen kann. Okay, wir geben ihm den zerbrochenen Schlüssel. Warte einige Minuten. I don't think... Ich glaube nicht, dass es viel mehr Zeit benötigen würde. Okay, na da wieder ein bisschen bla bla bla, was er halt gerade macht. Fertig. Now it's just like... Nun ist es wie ein neuer und du kannst ihn nehmen. Ich hoffe, es wird dir gelingen, das Portal zu schließen. Übrigens, ich habe... I readjusted it a little there. Now it will seal the portal forever. No key ever open it again. Ah, er hat den Schlüssel ein bisschen adaptiert, dass wenn wir jetzt das Dämonenportal zumachen, dann wird es für immer und ewig geschlossen bleiben und niemals wieder geöffnet werden können. Okay, ich werde mich daran erinnern. Gib mir den Schlüssel. Key to Demon's Portal. Ja, wir könnten jetzt das Dämonenreich ein für alle Mal versiegeln und... Lass mir überlegen. Free Red Dragon Eggs, das habe ich mal vergackt, aber die kann ich mal vielleicht noch finden. Gibt es noch Quests im Dämonenbereich? If I have the key, close the magic portal, which is near the underground sea. Ja, das machen wir dann. Find the Book of Evil. Find the Book of Evil in the caves under the Arata Pass. Okay, also auch nichts im Dämonenbereich. The Bandit, irgendwas, was the killer. You have to find him and extract revenge, was auch immer. Break the siege on Oritno Castle. Okay, das war bei den Elfen. Und das war auch irgendwas bei den Elfen. Na gut, dann würde ich sagen, können wir eigentlich jetzt ohne weitere Probleme da das Dämonenportal ein für alle Mal schließen. Wir haben so gut wie alle Schätze geplündert. Wir haben die
die komische Xiona da besiegt. Also wir haben den anderen Schlüssel. Wir haben den Schlüssel vom Baal da zum Dämonenportal zu erschließen. Wir haben so ziemlich die ganze Karte aufgedeckt gehabt und sonstiges und alles damit gemacht gehabt. Also von daher, glaube ich, können wir das wirklich ruhigen Gewissens einfach schließen. Ja, wir sehen uns unten beim Portal wieder. Okay, also beim Portal sind wir angelangt. Beziehungsweise fast angelangt. Dann werden wir es jetzt schließen und mal schauen, was da jetzt Tolles passiert. Ja, wie kann es schließen? Use it. Hallo? Da. If you seal up the portal now, you will never be able to open it again. If you have any remaining efforts in Demoness, then it is better not to close it yet. Do I wish to close the portal? Okay, wir könnten nochmal ins Drachenreich natürlich gehen, aber pff, ich glaube, das bringt uns eh nichts, also von daher versiegeln wir's. The key slides in the lock easily. Also der Schlüssel gleitet leicht in das Schloss. Und nun, es zerbricht. Was zerbricht aus deinen Händen und verschwindet innerhalb des Schließmechanismus. Es passiert nichts, aber dann macht es ein lautes Knackgeräusch im Inneren des Schlosses und die Tore slam shut, also knallen zu. Ein leises Knistern wurde gehört und unerträgliche Hitze strömt von dem Schloss aus, welches, weil es nun rot, ja, rot erhitzt ausschaut, also irgendwie glüht. It seems, es scheint nun, dass das Portal für immer geschlossen ist. Der Zwergenkönig wird sehr glücklich sein für über diese Nachricht. Aha. The portal to the Demon's Land, oder Demon's Land, is sealed forever. Forever alone, Trollface. Okay, sehr schön. Gut, also, die komische Invasion auf die Zwerge hätten wir mal gestoppt. Dann jetzt nur diesen... Was? Go to Terran and tell Domtika that the magic portal is closed. Okay, jetzt erzählen wir nur dem König, dass da jetzt irgendwie dieses Portal noch geschlossen ist. Der dürfte dann sehr glücklich sein. Eventuell neue Gegenstände, Truppen oder sonstiges, was wir von ihm noch erlangen. Erfahrungsmäßig, was fehlt uns noch? 253.000, also grob 8.000 Erfahrungspunkte. Der Quest bringt aber nur unter Anführungszeichen 5.200, also ein Level-Up ist auf jeden Fall nicht wert. So, schauen wir, ob es jetzt gleich wieder abstürzt. Aufzug des Todes. Na, diesmal nicht, okay. Scheint immer nur zu sein, wenn ihr ein bisschen länger spielt, kommt man vor. Wenn ihr ein bisschen länger im Dämonenbereich aufhält, nachher Crest spielt da immer. Gut, zum König. Wir sind zum König gegangen. Ich glaube, da vorne gleich links, oder? Das war, glaube ich, eh da gleich, also in der Nähe. Geht da richtig? Nein, geht falsch. Irgendwo über Gitter hat man mal drüber reiten müssen. Ja, blockt er jetzt wirklich da den Weg. Hau ab. Hau ab, danke. Da ist das Gitter, das ich gesucht habe. Gut, cool wäre, wenn man irgendwie einen Lorn hätte, mit dem man einfach herumrasen könnte. Und mit dem man reiten müsste. Aber egal, es geht so auch. So, König Zwerg. Sei glücklich, bring uns Belohnungen. Dark Gaia, hilf mir. Was um alles in der Welt geht hier vor? Die Dämonen. Will stop at nothing. Was? The Demons will stop at nothing. Die Dämonen halten von nichts zurück oder so. Schau es dir an. Terrace wurde von den Dämonen eingenommen. Die Hauptstadt ist gefallen. Die dämonischen Truppen und Krieger von der anderen Welt haben unsere Defensivlinien durchbrochen und wir wurden gezwungen, das Schloss zu verlassen. Hilf uns, natürlich, Eure Majestät. Oh Gott, was ist es da für ein Kampf? Level 25er. Boah, Knights. Boah, irgendwas. Mann, muss ich dafür jetzt meine schönen Drachen opfern? Denn das will jetzt eigentlich gerade überhaupt nicht. Haben jetzt natürlich auch wieder nur Hälfte der Mana-Punkte wegen dem anderen Ding, weil ich nicht gewusst habe, dass da jetzt ein Kampf startet.
Ach so ein Kack. So, wie schaut's aus mit einem Rain of Fire? Zack. Gut, dann gleich noch einmal an rein. Okay, dann du Rage Training. Also wenn ihr da irgendwas verliert, nachher lade, macht den Kampf kurz offscreen, aber mit den anderen Gegenständen wieder. Die Frage ist, wissen das, was Recruiter Raps Kottan? Haben wir den Rap nicht besiegt? Ah! Jetzt verstehe ich das. Denn was ich da unten nochmal gesagt habe im Dämonenreich, was er mitnehmen soll zur Invasion gegen die Zwerge, gegen die Truppenkämpfe jetzt, was ich da ausgewählt habe, habe ich mir jetzt da den leichtesten Kampf gegeben oder mittelmäßig schwer? Ich habe keine Ahnung. So, du wartest. Ah, ab, was, eigentlich sind nur die Erzmagier ein bisschen gefährlich. Und da könnt ihr eigentlich so mit dem Feuer, Moment, gehst du daher. Und dann hast du jetzt da so Flammenwelle durch. Wumms. Okay, wunderbar. Und die Cerberus als Meat Shield hernehmen, die gehen einfach vor. Und was macht er? Okay, er beschwört. Er ist auch so ein schwuler Beschwörer. Den hast du ja am meisten von allen. Zack, zack. Gut, schaut aber momentan ganz gut aus. Er macht eigentlich nicht viel. Was hat er jetzt gemacht? Keine Ahnung. Die Ritter, ja, er hat schon verdammt viele Ritter, muss man sagen. Der Ritter hat er nicht gerade wenige. Gut, du kannst jetzt aber davor fliegen, dann machst du jetzt einen Giftstampfer. Du kannst... was kannst du machen? Du fliegst daher und ziehst da ein paar Ritter her. Ja, tötet die 7. Wunderbar. Und du brennst da. Du kannst eigentlich ganz rauffliegen, gell? Nö, nö. Brennst da einen Ritter um. 5 mit 14. Na, die töten niemals einen Schwarzdrachen. Also einfach so. Zack. Next round. So, mal die Underground Blades. Dann... Jetzt benutzt man halt das nächste. Eis-Snakes sind eigentlich immer relativ mächtig. Braucht man die da überhaupt? Dann wird da hinten eigentlich so gut wie alle sterben. Ja, benutzt man das einmal. Also ich glaube, der Kampf... Habe ich mir, glaube ich, eher einen der einfacheren Kämpfe gegeben, würde ich jetzt mal behaupten. So, da einfach die Ritter nur weghauen. Und der kann eigentlich flammend einfach drüber fliegen. Sollte er das tun? Ich würde sagen, na, eher nicht. Nicht, dass da irgendwas noch passiert und die jetzt noch einen Schwarzdrachen unnötig verspielen. Machen wir es lieber so. Na, geh du einen Schritt zurück. Achso, na warte, der hat da den Knights um, genau. Habe ich gerade nicht gesehen. Gut, der hat die Knights um, der hat das um. Na, bin ich mir nicht sicher. Nö, der fliegt der alle über zur Sicherheit weg. Der Drachen hat aber Archmages um. Der kann da noch verdammt viel umhauen. Der fliegt aber auch im Prinzip darauf. Ist, glaube ich, die beste Lösung, oder? Jupp. Mal die Erzmagier da fertig machen. Na, hoffen wir jetzt, dass er nichts Megamäßiges beschwört. Was kommen raus? 88 von D. Und er beschwört gleich noch einmal nach. Na gut, also er macht nichts Wildes. Zack. Schaut gut aus. Hansler Erzmagier macht eigentlich auch nicht mehr viel. Da noch die zwei Inquisitoren. Die brennen eh so schon fast zu Tode. Ja, das... Das schaut solide aus. Ich glaube, das passt. Flaming Arrow da rein. Und da die Inquisitoren umhauen und das war's. Jupp. Wunderbar. War gar nicht so schwierig. Feine Sache. Ich danke dir, Dark Gaia. Ich weiß wirklich nicht, wie ich ohne dich auskommen konnte. Wie viele Male hast du Korda geholfen? Gut, nochmal 300 Erfahrungspunkte und 4400 Goldmünzen. Es ist meine Pflicht, Eure Majestät. Wunderbar, speichern wir gleich nochmal ab. Nachher vorstellt da gleich noch mehr und zwar... Ja, ich habe den Portalschlüssel gefunden und das Portal verschlossen. Nun können die Dämonen... Nun sind die Dämonen für immer in ihrer eigenen Welt eingeschlossen.
Ich glaube das nicht, was ich da höre. Verstehst du, was das bedeutet, Dark Gaia? Der Krieg hat aufgehört. Oder der Krieg ist damit beendet. Ich sollte sagen... was, there are not so many people who can make me smile. Es gibt nicht so viele Leute, die mich zum Lachen oder zum Grinsen bringen können. Und du hast es bereits geschafft. Aber du hast es bereits schon mehrere Male geschafft, mein menschlicher Freund. Nun werden wir zusammen etwas trinken und feiern. Krieger werden zusammentreffen. Und das Bier wird fließen wie Wasser. Du verdienst eine sehr große Belohnung. Okay, 5200 Experience und die 3 Magic Runes. Ich bin glücklich darüber, dass Korda nun wieder im Frieden ist und sicher ist von den... Von dem Threat of Demons, wie sagt man, von dem Problem der Dämonen oder der Bedrohung der Dämonen, Eure Majestät. Level up! Wunderbar! Defense oder Attack? Attack, oder? Natürlich Attack. Zahn, hat er da kriegt eine goldene Feder, habe ich gesehen. One to speed of Griffins and to all level 1 creatures. Braucht man nicht. Braucht man nicht. Hat er irgendwelche neuen tollen Zauber kriegt, die wir noch gar nicht kennen und die einfach nur atemberaubend lässig sind? Schaut nicht so aus. Irgendwelche neuen Truppen. Oha, 25 Giganten hat er jetzt. Gut, Giganten braucht man aber auch nicht mehr. Tja, ich würde sagen... Es läuft und läuft und läuft. Es ist echt unfassbar, wie gut es eigentlich momentan läuft. Level 25, 13 Runen. Wir könnten jetzt Tire Magic auf Stufe 3 bringen. Oder... Ja, das Archmage Level war eher sinnlos. Oder wir bringen Distortion Magic auf 3, würde man sagen. Wir machen das, oder? Zack, nehmen wir mal alle Magiearten auf Stufe 3, was noch möglich ist. Als nächstes dann noch einmal Konzentration, wenn wir nochmal Magic Runes zusammenkriegen. Crystals haben wir leider gar keine, das heißt wir können auch nichts leveln. Das benötigt 14, das benötigt 3. Ja, Magic Spring kriegen wir vielleicht noch auf Stufe 3. Megamäßig. Also ich würde sagen, das passt jetzt da. Ich glaube, ich mache jetzt da den Schnitt, dass ich hole jetzt nur offscreen die Black Dragons und gehe dann noch einmal zu den Elfen hin. Aber ich glaube, das war es dann jetzt mit diesem Part, mit dieser Aufnahmesession. Wirklich sehr erfolgreich, sehr genial vorankommen. Und ja, das nächste Mal geht es dann anscheinend schon zu dem Drachenlabyrinth. Ohohoho, wir sind gespannt, was das ist. Wird es das letzte Gebiet des Spiels sein? Ich spiele jetzt doch schon seit, keine Ahnung, 50 Stunden oder sowas, dieses Spiel. Irgendwann muss es doch einmal aufhören. Na gut, also dann wie immer, danke fürs Zusehen. Macht es gut und Servus.